Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir endlich bei Minus angekommen, nach ein bisschen im Struggle, nachdem auf einmal unser Orbit weg war, der geplant war. Aber wir haben ihn mittlerweile und wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben eine Position zum Landen ausgemacht. Das wäre hier dieser schöne See. Und wir machen uns jetzt bereit zur Landung. Bedeutet, ausrichten. Engine nochmal reparieren. Vollen runterbrennen, die letzten 200 Meter pro Sekunde zur Bremsung hernehmen. Und ja, langsam schauen, dass wir Richtung Erde kommen. Beziehungsweise Richtung Minus. Bedeutet, das ist genau das, was wir jetzt machen. Doch, wir haben ein bisschen Zeit. Ihr seht, wir sind hier. Wir kommen dann eh in den Schatten. Bedeutet, wir machen das Ganze alles nur mit unserer... Ich habe gerade irgendwie komplett vergessen, dass in der Ansicht man nicht die Körbel sieht. Und ich habe gerade echt kurz einen Herzinfarkt gehabt, dass unser Körbel gestorben, dass Valentina gestorben ist. Scheiße. Okay, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, wie man so schön sagt. Wir müssen einmal Valentina rausschicken. Valentina, geh einmal bitte schnell hoch, hoch. Zack, zack. Runter, zack. Na, lup. Warte, Engine. Und das schaut gut aus. Mal wieder. So, und zack. Was ist denn da Rotes? 61,7 Kilometer entfernt. Das ist unsere Sonde. Die sehen wir? Geil. Ich sehe zwar nur... Ich habe gesagt, das wäre ein Stern. Ich habe gedacht, hey, da gibt es keinen Sinn. Da hinten ist der Mann und da ist Körbett. Da kommen wir her. Wir rechnen uns jetzt hier nochmal die rückläufige Flugbahn aus und dann werden wir hierher vorspulen. Der erste Schub wird sein, dass wir bis hierhin den Landungspunkt machen. Der zweite Schub geht dann bis hier. Das wäre auf jeden Fall mein Plan. Dann haben wir es eh unser. Das schaut aus wie Schnee einfach von hier, aber es ist ja eben. Eisplanet hier. So viel Energie brauchst du auch noch hier nicht. Das ist ja das Geile dazu. Und so. Dann spulen wir es hier hin vor. Ganz langsam und vorsichtig. Jetzt gehen wir immerhin auf den Landungsflug an und da kommt auch schon der Boden auf uns zu. Bedeutet, jetzt wird offiziell alles, was Batterieaufladungssysteme sind, in den Schlafmodus. Und wir legen einmal eine Vollbremsung an. Zack. Ich glaube, diese 16. Es lassen wir raus. So. Die Date, unser System kann bald landen. Wie viele Schübe kann es insgesamt machen? 42 Schübe sollte uns auf jeden Fall reichen. Wir haben es mit wesentlich weniger hier geschafft. Ansonsten einmal reparieren und wieder 42 Schübe. Easy. Nachteil ist natürlich, wir müssen jeden einzelnen dann reparieren. Tschüss, Antrieb. Tschüss. Da fliegt er dahin. Wir tun mal auf Boden einstellen. Boden sind Pasto-Zecker. Wir gehen mal ein bisschen tiefer. Oh, shit.
Das ist nicht der Plan, dass wir da landen. Juno Project gibt ein bisschen mehr Schub. Und ein bisschen mehr hier hin. Dankeschön. Map passt. So wenig MS, wir müssen nicht wirklich viel Schub machen. Valentina berichtet wieder, dass die Landung ein easy cake wird. Es wird nicht viele Probleme hier geben. Die Landebeine fahren wir aus. Ich glaube, das ist unser größter Lander bis jetzt, oder? Ich würde bei 500 Meter langsam anfangen zu bremsen, aber auch langsam, damit wir jederzeit stoppen können nochmal. Weil seht ihr gerade, wie schön die Zahlen rattern. Und das taugt mir. Haben wir einen Vollburst. Und das war falsch. Okay, das war falsch. Auto. C. Okay, das war C. Der ist funny. Okay, wir sind wieder auf 200 Meter. Hups! Mit der Landung habe ich heute auch nicht wirklich drauf. Aber wir sind circa so auf der Höhe, wo ich sein wollte, um nachher den Start hinzulegen. Wir können uns auch Richtung Norden ausrichten. Meter. Landung erfolgreich. Und wir stehen. Mitten auf den Seen. Bringt 90, geil. Wir tun alles aus, von was wir haben. Natürlich alles Mögliche zu machen. Hier natürlich auch ein Crewbericht. Das ist immer wichtig. Wie viele Daten passen hier eigentlich aktuell rein? 44 MB. Nice. Den Schleim lassen wir auch arbeiten. Genauso wie wir euch arbeiten lassen. Du willst mal wieder nicht arbeiten. Dich lassen wir auch arbeiten. Und wir sind mal wieder auf Minmus. Die Raxomus-Schiffe sind einfach genial. Sie landen, starten und machen absolut keine Probleme. Sie sind im Top-Zustand und das weiß auch jeder. Dieses Bild ist cool. Ich brauche eh noch ein, sagen wir mal, spezielles Thumbnail für was. Da schaut es gleich gar nicht doof aus. Das brauche ich denn für meine Cloud noch als Thumbnail. So, okay, wie schaut's aus hier drin? Bist du durch? Ne, 3 Minuten brauchst du. Holla, die Waldfee. Wir dürfen halt nicht in den Schatten kommen, sonst haben wir Energieprobleme am Ende. Da müssen wir länger warten. Nahrung haben wir auf jeden Fall genug dabei. Und das ist durch. Perfekt. Diese Hops machen mich immer kirre. Einmal EVA-Bericht. Schön, dass auch alle Daten schon übermittelt. Das ist schon schön leckere, viele Daten. Die können wir alle so gut gebrauchen. Wir bringen jetzt dann, ich denke mal, so um die 200, 300 Daten mit. 50 wurden vorhin noch gesehen, also sind wir doch gut bei den 300 Wissenschaftsdaten, die jetzt dann wir als nächstes zum Verprassen haben. Es sind zwar nicht die 800, die wir schon mal hatten, aber 300 sind 300 Punkte. Ich überlege gerade, was wir dann erforschen.
Weil natürlich, wir müssen weiter über unser Überleben nachdenken, was wir Sachen machen. Aber ich würde gerne halt meine Station bauen. Ich will diese Station haben. Diese Möglichkeit, ein Schiff dann im Weltraum zu bauen, mit dem wir bis zu Duna fliegen und dort uns die fetten Wissenschaftspunkte holen. Was natürlich genial wäre. Und wir haben die 110 dabei. Vielleicht tun wir mal das erste so. Irgendwie hat der Laufprobleme. Aber ja, egal. Wir stellen jetzt hier eine Flagge auf. Valentina darf eine Flagge aufstellen. Die Raxamus-Flagge muss natürlich gehisst werden. Big Lander, First Touchdown. First Touchdown. Okay. Du willst da... Eieiei. Schaut euch das Bild an, das ist auch cool. Wenn man so hinguckt. Sie freut sich, sie ist wieder gelandet, sie hat es mal wieder geschafft, sie hat mal wieder unsere Forschung nach vorne gebracht. Tu mal dein Jetpack wieder aktivieren, bitte. So, einmal Bonn, ich will nochmal mit dir zur Kante fliegen, bitte. Ich glaube zwar nicht, dass wir da einen Unterschied machen insgesamt, aber einmal versuchen, noch ein bisschen Wissenschaftspunkte abzugreifen. Ist ja nicht schlimm, vor allem, wenn wir jetzt eh schon an der Kante sind, ne? Dann denke ich, dann hüpfen wir einmal schnell hin, was ist da? 90 Kilometer entfernt. Himmelsoberfläche, Riesenebene, 50 Wissenschaftspunkte schon wieder gesendet. Leute, wir haben 250 jetzt insgesamt übertragen. Wir haben die 90, die wir haben. Dann haben wir die 110 davon noch. Wir bekommen vielleicht sogar 400. Bremsen, 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 bremsen. Und... Touchdown. Ne, hier haben wir eindeutig schon was gemacht. Alter, wie groß dieses Schiff doch ist. Da ist ein Schiff und die Flagge. Dieses Gefühl müsste so komisch sein eigentlich, wenn du wirklich Erde gewohnt bist. Du jumpst und fliegst einfach. 3 Kilometer, 2 Jahre weit. Kein interessiert's, aber du fliegst. Du bist geflogen. Ich finde das gerade so geil. Ich will auch auf dem Mond muss es... Keine Ahnung, ich stelle mir das irgendwie geil vor, auf dem Mond zu sein. Eine Mission zu machen. Und dann irgendwann zurückzukommen und sagen, das war ein geiler Trip. Die Köbels haben echt hier was. Was Geiles. So. Ich bin aber dafür, dass wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal in den Weltraum zurückverziehen. Bedeutet, wir starten das Baby. Okay, wenn ich F9 drücke. Ne, warte mal, automatisches Speichern hat er gerade gemacht, ne? Spiel wird geladen, Quick Save. Aktuell 7 Flüge, aktuell 6 Flüge. Ja, 1 Jahr, 2 Jahre.
war genau jetzt? Wenn ich hier auf Laden klicke, ist es genau der Zustand, oder? Ich hätte davor laden. Sag bitte. Muss ich jetzt jemanden hochschicken, der die Daten sammelt? Oh Gott. Ortungsstation, bitte sag, dass das nicht wahr ist, was ich gerade gemacht habe. Bitte sag nicht, dass ich das wirklich gemacht habe. Wenn ich das gemacht habe, bin ich der größte Depp, den es gibt. Ich sehe auf jeden Fall keine Müllteile, aber das wird wahrscheinlich nicht angezeigt sonst, ne? Warum muss das auf der Leertaste sein? Nein, es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Okay, wir wollen wenigstens... Ja, das kann auch nur mir passieren, oder? Raximus Enterprises, we got you covered. Das sagt wohl am besten, was schief läuft. Bedeutet, als nächstes müssen wir eine Mission zum Minimum starten per Roboter. Die... Oder mit einer Person, die Valentina rettet, unseren 5-Stern-Piloten. Mann! Aber Leute, wir wollen sie nicht weiter Luft verschwenden lassen. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!